CD Wissen präsentiert: Reise durch die Weltgeschichte. 1000 bis 500 vor Christus. Sagenumwobene Städte, prunkvolle Paläste, faszinierende Skulpturen, beeindruckende Tempelanlagen und geheimnisvolle Rituale. All das versprechen die Hochkulturen des ersten vorchristlichen Jahrtausends. Im Hochland zwischen dem armenischen Bergland und dem Industal schwingt sich Persien zur ersten Weltmacht der Geschichte auf. Und westlich davon erreicht Babylon, die Mutter aller Metropolen, den Höhepunkt ihrer Blütezeit. Gleich zwei der antiken Weltwunder, der Turm zu Babel und die hängenden Gärten der Semiramis, zieren diese erste Großstadt der Geschichte. Doch wie sieht es tausende von Kilometern weit davon entfernt aus? Im Dschungel Zentralamerikas beispielsweise entwickeln sich die Olmeken zur ersten indianischen Hochkultur. In Asien, abgeschlossen von der Außenwelt, auf unzähligen kleinen und großen Inseln, sieht das Leben jedoch ganz anders aus. Die Japaner der Frühzeit sammeln erste Erfahrungen mit der Landwirtschaft und dem Bau primitiver Siedlungen. Viele Mythen ranken sich um diese Zeit. So soll nicht zuletzt auch das heutige Kaisertum seinen Ursprung im ersten vorchristlichen Jahrtausend haben und gilt somit als älteste Monarchie der Welt. Doch beginnen wir unsere Reise in den geheimnisvollen Sümpfen und Dschungelgebieten Zentralamerikas. Mehr als 2500 Jahre bevor die Europäer die neue Welt erreichen, entwickeln sich die Olmeken zur ersten Hochkultur des Kontinents. Während Maya und Azteken in unserem Geschichtsbewusstsein fest verankert sind, sind die Olmeken nur wenigen Menschen ein Begriff. Ihren Ursprung haben sie, wie alle indoamerikanischen Völker, in Asien. Bereits vor mehr als 40.000 Jahren erreichen asiatische Jäger und Sammler den amerikanischen Kontinent. Das Aussterben der eiszeitlichen Säugetiere zwingt diese frühen Amerikaner schließlich, sesshaft zu werden und auf pflanzliche Nahrung wie Beeren, Wurzeln und Samen zurückzugreifen. Ihren Höhepunkt erreicht die olmekische Zivilisation um 1000 vor Christus, als sich die einzelnen Indio-Stämme zu landwirtschaftlichen Gemeinschaften zusammenschließen und erste religiöse und politische Zentren bilden. Dies ist der Anfang einer spannenden Epoche der amerikanischen Geschichte. Die Olmeken, erste Hochkultur Amerikas. Tiefebene am Golf von Mexiko, um 1000 vor Christus. Indio-Stämme bevölkern die fruchtbare Tiefebene am Atlantischen Ozean, dem heutigen Golf von Mexiko. Sie leben in städtischen Gemeinschaften mit einer differenzierten Sozialstruktur, kultivieren Nutzpflanzen, betreiben Vieh- und Landwirtschaft und legen großen Wert auf Architektur und Kunst. Ihre monumentalen Bauten, Pyramiden, Tempel, Mosaike und kolossale Steinbilder, ihre kostbaren filigranen Gold- und Edelsteinarbeiten und nicht zuletzt ihre religiösen Riten faszinieren seit jeher Archäologen und Historiker. Doch oft genug sind es nicht Wissenschaftler, die die Hinterlassenschaften dieses faszinierenden Volkes entdecken, sondern einfache mexikanische Bauern. Ob beim Roden eines Feldes oder beim Ausheben eines Fischteichs, die Szenarien gleichen sich. Beim Graben in der klebrig-grauen Erde kommen nach und nach seltsame Dinge zum Vorschein, die die Aufmerksamkeit der Landarbeiter auf sich ziehen. Bald eilen auch Frauen und Kinder herbei, um zu sehen, was Dschungel und Erdreich so lange verborgen hielten. Neben menschlichen Gebeinen gelangen unter den Augen der Schaulustigen glänzende, polierte, zeremonielle Äxte, merkwürdig gestaltete Büsten, halb Tier, halb Mensch, Keramikgegenstände und Schmuckstücke aus Edelsteinen an die Oberfläche. Aber nicht nur Knochen und filigrane Artefakte werden ans Tageslicht gebracht, auch kolossale Steinmonumente kommen zum Vorschein, wie beispielsweise im Jahr 1860. In Tres Zapotes stößt ein Landarbeiter auf ein merkwürdiges Objekt, das aus der Erde ragt. Zunächst glaubt er, auf den Boden eines riesigen Eisenkessels gestoßen zu sein. Mit Hilfe neugieriger Dorfbewohner gelingt es ihm, den gewaltigen Gegenstand freizulegen.
einen Steinkopf von beinahe 1,5 Metern Höhe und rund 8 Tonnen Gewicht. Das Gesicht, das die verblüfften Bauern anschaut, hat wulstige Lippen, eine flache Nase und pupillenlose Augen, die an ihnen vorbei in die Ferne zu starren scheinen. Die Form des Schädels erinnert die eilig herbeigerufenen Archäologen an einen Rugbyhelm. Wie sich im Verlauf der weiteren Forschungen herausstellen wird, handelt es sich in der Tat um eine Kopfbedeckung, und zwar um einen Helm, den olmekische Herrschersöhne bei rituellen Ballspielen getragen haben. An ihm befestigen sie während der Wettkämpfe, die zu Ehren der Götter ausgetragen wurden, die Zeichen ihrer Sippe. Experten vermuten, dass die Olmeken mit diesem Ritus das älteste amerikanische Ballspiel überhaupt begründen. Diese kolossalen Steinköpfe, die an vielen Orten des olmekischen Kernlandes freigelegt werden, sind der Inbegriff der beeindruckenden Schaffenskraft der ersten amerikanischen Hochkultur. Denn der Basalt, den die Baumeister für ihre Kunstwerke benötigen, stammt aus den Tustla-Bergen, die sich im Südwesten an das sumpfige Flachland anschließen. Um ihn aus den Steinbrüchen in die städtischen Zentren zu schaffen, müssen die Arbeiter riesige Blöcke von mehr als 20 Tonnen Gewicht auf Schlitten verladen, um sie bis zum nächsten Fluss und von dort auf riesigen Flößen an ihre Bestimmungsorte zu schaffen. Dort verarbeiten die besten Steinmetze der Olmeken die Basaltblöcke zu Abbildern ihrer Herrscher und setzen ihnen damit ein Zeichen für die Ewigkeit. Das älteste und zugleich am besten untersuchte Zentrum der Olmeken ist San Lorenzo. Für viele Archäologen ist es sogar die älteste Stadt Amerikas. Doch von einer Stadt im heutigen Sinne kann wohl kaum gesprochen werden, denn die Ruinen der weitläufigen Anlage deuten vielmehr darauf hin, dass es sich um ein sakrales und zugleich politisches Zentrum gehandelt hat, in dem nur die olmekische Elite, Angehörige der Herrscherfamilien, Priester und Bürokraten, ansässig war. Von einer Wohnstätte für die Allgemeinheit kann keine Rede sein. Die Überreste der gewaltigen Monumente jedoch lassen darauf schließen, dass die herrschenden Schichten im Bedarfsfall auf eine große Gruppe von Arbeitskräften zurückgreifen können. Die Teilnahme an diesen Bauarbeiten ist für die olmekischen Bauern wichtig, denn durch ihre Dienste huldigen sie nicht nur der herrschenden Elite, sondern auch den Göttern, die ihnen im Gegenzug Regen und eine reiche Ernte bescheren. Die Landbevölkerung ist aber nicht nur für den Ausbau der Anlagen von Bedeutung, sondern auch für die Versorgung mit Nahrungsmitteln. Eine besonders wichtige Rolle spielt hierbei Mais, der intensiv im fruchtbaren Tiefland kultiviert wird. Diese frühe Form von Zucht Mais stellt die Ernährungsgrundlage aller, auch der späteren mesoamerikanischen Kulturen dar. Aber auch andere Nutzpflanzen wie Bohnen, Avocados, Chilischoten, Kürbisse und Baumwolle bauen die olmekischen Bauern mit Erfolg an. Zur Ergänzung ihrer pflanzlichen Nahrung halten sie Hunde als Masttiere und schätzen das Fleisch wilder Hasen, Leguane und Schildkröten als Delikatesse. Funde menschlicher Knochen in den Küchenbereichen der Siedlungen deuten sogar auf eine Art Kannibalismus hin. Neben den berühmten Basaltköpfen sind es vor allem die kegelförmigen Pyramiden von Laventa, die von der Bautätigkeit der Olmeken Zeugnis ablegen. Auf ihren Spitzen, die dem Krater eines Vulkans nachempfunden sind, entfachen die hohen Priester der Olmeken Opferfeuer zu Ehren der Himmelsgötter. Obwohl diese architektonischen Meisterwerke, die als die ersten mittelamerikanischen Pyramiden überhaupt gelten, nicht aus Stein, sondern aus Erdrampen, hölzernen Stangen und Strohverkleidungen bestehen, muss der Aufwand, sie zu errichten, groß gewesen sein. Aber nicht nur den Himmelsgöttern, sondern auch den Göttern der Unterwelt huldigen die Olmeken durch kunstvolle Artefakte. Ebenfalls in Laventa hat man ein Mosaik gefunden, das unmittelbar nach seiner Vollendung rituell gesegnet und mit feinem Sand und Kies bedeckt worden war. Lange hat man gerätselt, was es mit den zahlreichen, offensichtlich kurz nach ihrer Fertigstellung vergrabenen Kunstwerken auf sich hat. Inzwischen glaubt man, es sei ein Akt der Vertiefung der rituellen Verbindung der Welt des Diesseits mit der Unterwelt gewesen. Ein häufiges Motiv im künstlerischen Schaffen der Olmeken
ist der sogenannte Wehrjaguar. Es handelt sich hierbei um eine figürliche Darstellung von katzenartiger Statur, die die Züge eines Jaguars mit denen eines schreienden Säuglings vereint. Den Olmeken gilt der Jaguar als mächtigstes Raubtier des Dschungels, als Schamane der Tierwelt. Spekulationen über die Bedeutung des Wehrjaguars für die olmekische Zivilisation gibt es viele. Als gesichert gilt, dass er für die Verbindung zwischen der sichtbaren Welt der Indio-Stämme und der unsichtbaren Welt ihrer Götter steht. Häufig findet man ihn auf sakralen Monumenten wie Altären und Schreinen. In der Regel wird eine sitzende Figur dargestellt, die vom offenen Kiefer eines Wehrjaguars umschlossen ist. Man nimmt an, dass diese Reliefs den Eingang zur Unterwelt symbolisieren. Ob auf diesen mit dem rätselhaften Fabelwesen verzierten Altären Menschenopfer dargebracht wurden, gehört ebenso in den Raum der Spekulation wie die rätselhafte Bedeutung des Mischwesens aus Tier und Mensch selbst. Opfermesser, die ebenfalls das Abbild des Wehrjaguars tragen, sprechen hingegen eine eindeutige Sprache. Zumindest Tiere wurden den Göttern im Zeichen des Jaguars zum Geschenk gemacht. Denn Blut muss fließen, damit die Götter es auf die Maisfelder der Menschen regnen lassen können, so der Glaube der Olmeken. Das Rätselhafteste aber an der Geschichte der ersten Hochkultur Amerikas ist ihr Verschwinden. Merkwürdig erscheint vor allem, dass die Bevölkerung nicht etwa langsam zurückgeht, sondern in Zeiten wirtschaftlicher Prosperität und kultureller Blüte in großer Eile aus ihrer Heimat flieht und ihre kulturellen Stätten zerstört zurücklässt. Ist es Druck von außen, etwa eine Invasion fremder Indio-Stämme, der die Olmeken zur Aufgabe ihrer Heimat zwingt? Oder sind es innere Rivalitäten unter den Herrschenden oder sogar ein Aufstand der Landbevölkerung, ein Bürgerkrieg? Vielleicht ist aber alles auch ganz unspektakulär. Die Bevölkerung wurde einfach zu groß, um sich aus den Ressourcen der Tiefebene ernähren zu können, und emigrierte deshalb in ein uns unbekanntes Gebiet. Alle diese Theorien haben ihre Anhänger und Gegner, ohne dass sie je bewiesen oder widerlegt werden konnten. Gegen die Thesen gewaltsamer Umstürze, von außen oder aus dem Innern, spricht aber, dass bei den Grabungen in den olmekischen Zentren keinerlei Anzeichen für Kampfhandlungen gefunden werden konnten. Die Kultstätten scheinen vielmehr planvoll und in voller Absicht zerstört worden zu sein. Die meisten Monumente wurden durch Zerhauen und Zerkratzen entstellt, um ihnen ihre religiöse und rituelle Bedeutung als Abbildungen von Göttern oder Herrscherfamilien zu nehmen. Die steinernen Überreste bringt man auf umliegende Berghänge und reiht sie sorgfältig auf. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Invasoren oder Aufrührer aus den eigenen Reihen die Überreste einer als feindlich empfundenen Kultur so sorgfältig entsorgt haben. Glaubt man den Ruinen, so waren es die Olmeken selbst, die ihre eigene Kultur zerstört und anschließend regelrecht bestattet haben. Eine solche rituelle Demontage und Entsorgung sakraler Denkmäler lässt auf eine gezielte Entweihung der Kultstätten schließen. Vielleicht nach dem Tod eines Herrschers, zu dessen Ehre sie einst errichtet worden waren, oder auf Geheiß der Götter, die sich von der Kultstätte lossagten? Über die Gründe für den Zerfall der großen Zentren der Olmeken können wir nur spekulieren. Fakt ist, dass San Lorenzo bereits um 900 vor Christus in großer Hektik zerstört und verlassen wurde. La Venta 500 Jahre später, um 400 vor Christus. Mit dem Untergang La Ventas ist das Schicksal der Olmeken endgültig besiegelt. Zwar existieren Reste der einst großen Zivilisation noch einige Zeit in Tres Zapotes, doch um 100 vor Christus ist die erste amerikanische Hochkultur endgültig vom Erdboden verschwunden. Oder etwa doch nicht? Sind die Olmeken gar die direkten Vorläufer der Maya? Fest steht, dass sie mit ihrer Kultur und Kunst alle späteren mittelamerikanischen Kulturen inspiriert und geprägt haben. Die Maya übernehmen von den Olmeken beispielsweise das System der Zeremonienzentren inmitten ländlicher Gemeinden. Auch die große gefiederte Schlange der Maya-Kultur hat ihren Ursprung in der symbolhaften olmekischen Kunst. Und selbst der ausgeklügelte Kalender der Maya
soll auf Beobachtungen der Olmeken zurückgehen. Alles Indizien dafür, dass die hohe kulturelle Entwicklungsstufe der Olmeken sie unbestritten zur Mutter aller mittelamerikanischen Kulturen macht. Lassen wir nun das zentralamerikanische Tiefland hinter uns und wenden uns nach Osten. Denn die nächste Station unserer Reise durch die Weltgeschichte führt uns ins Zweistromland, in die Stadt der Städte, in die faszinierendste Metropole aller Zeiten, nach Babylon. Bis heute hat Babylon oder Babel, wie die Bibel die Mutter aller Metropolen nennt, nichts von seiner Faszination verloren. Unsere Vorstellung vom New York der Antike ist allerdings maßgeblich von der biblischen Überlieferung geprägt. Denn durch die alttestamentarische Verdammung der Hure Babylon als Sündenpfuhl schlechthin hängt der antiken Großstadt ein verruchtes Image an, das sie gleichermaßen abschreckend wie interessant erscheinen lässt. Stets schimmert die biblische Moral durch, wenn von Babylon die Rede ist. Die Warnung vor dem gefährlichen Ehrgeiz, alles bisher Dagewesene übertrumpfen zu wollen. Doch wird das Wort vom Sündenbabel der blühenden Metropole am Euphrat und ihren kulturellen Leistungen gerecht? Babylon, eine Stadt, strebt zum Himmel. Zweistromland am Unterlauf des Euphrat um 1000 vor Christus. Ungefähr 90 Kilometer vom heutigen Bagdad entfernt, liegt auf beiden Seiten des Flusses Euphrat Babylon. Gewaltig und prächtig wie keine andere Stadt der Welt sei sie gewesen, weiß der griechische Historiker Herodot zu berichten. Auch der antike Name Babyli, aus dem in der Überlieferung Babylon wird, unterstreicht diese Behauptung, denn er bedeutet nichts anderes als Tor der Götter. Die sagenumwobene Metropole liegt in dem Landstrich, der, wenn man der biblischen Überlieferung Glauben schenken möchte, dem Garten Eden gleichkommt, in Mesopotamien, dem Land zwischen den Strömen Euphrat und Tigris. Die Fruchtbarkeit dieser Region, das saftige Grün der Palmenhaine und die üppigen Gärten mit den leuchtend roten Granatäpfeln sind aber weniger ein Geschenk der beiden Flüsse als das Ergebnis bestens organisierter Bewässerungssysteme, die das Frühjahrshochwasser auffangen, verteilen und für die trockene Jahreszeit speichern. Babylonien und seine Hauptstadt sind seit alters her begehrte Ziele der antiken Mächtepolitik. Und so sitzen im Lauf der Jahrhunderte zahlreiche Herrscher unterschiedlichster Herkunft auf dem babylonischen Thron. Erst im 12. Jahrhundert vor Christus gelingt die Befreiung der Stadt von langer Fremdherrschaft. Jeder Versuch jedoch, das babylonische Reich auszudehnen, wird von einem anderen Volk, das im Zweistromland ansässig ist, argwöhnisch beobachtet, den Assyrern. Denn diese sind es, die sich zwischen 1050 und 600 vor Christus zur Großmacht im Land zwischen Euphrat und Tigris aufschwingen. Auch Babylon wird im Laufe seiner Geschichte zweimal Opfer der assyrischen Expansionspolitik. Erst dem babylonischen König Nabopolassar gelingt es 612 vor Christus, die assyrische Hauptstadt Ninive zu erobern und zu zerstören. Ninive brennt. Eine ungeheure Feuersbrunst lodert um die kolossalen Festungsanlagen und taucht die untergehende Stadt in ein gespenstisch rotes Licht. Mit dem Fall Ninives geht ein Zeitalter zu Ende. Denn von hier aus war die Welt des Vorderen Orients über eine lange Zeit beherrscht und regiert worden. Mit dem historischen Sieg Nabopolassars aber kann sich Babylon endlich aus dem Banne des assyrischen Löwen befreien. Dabei ist Nabopolassar ein Mann aus kleinen Verhältnissen. Als er, der General, mehr als ein Jahrzehnt zuvor den Thron besteigt, sprechen seine Zeitgenossen noch vom Sohn eines Niemands, dem kleinen Mann, der unter den Völkern nicht bekannt war. Nach dem Fall der assyrischen Kapitale aber wagt niemand mehr, diese Worte in den Mund zu nehmen. Könige sterben selten zu gelegener Zeit. Doch der Tod Nabopolassars im Jahr 605 vor Christus hätte Babylon kaum zu einem schlechteren Zeitpunkt ereilen können. Denn die Nachricht vom unerwarteten Ableben seines Vaters erreicht den Thronfolger Nebukadnezar
im Augenblick seines ersten großen Triumphes als Feldherr. Gerade hat er mit seinem Heer den Ägyptern eine vernichtende Niederlage beigebracht und die Gelegenheit, die Macht des Pharaos über Syrien und Palästina ein für allemal zu brechen, ist so günstig wie noch nie. Doch was nun? Die Situation ist denkbar schwierig. Der König ist tot und der Kronprinz weit weg. Sein jüngerer Bruder dagegen weilt mit seinen Anhängern in Babylon und unter Umständen gibt es sogar noch den einen oder anderen Würdenträger, der mit dem Thron liebäugelt. Der junge Nebukadnezar steht vor einer schweren Entscheidung. Soll er die militärische Operation fortführen und vielleicht einen ähnlich historischen Sieg davontragen wie einst sein Vater bei Ninive? Oder wäre es nicht klüger, in die Hauptstadt zurückzukehren, um die eigenen Ansprüche auf den Thron geltend zu machen? Nachdem er seine engsten Berater konsultiert hat, entschließt sich Nebukadnezar schweren Herzens, die Kämpfe abzubrechen und schnellstmöglich den Weg zurück in die Heimat anzutreten. Weil die Zeit drängt, lässt er seine Truppen samt der Kriegsbeute zurück und begibt sich, nur von einer kleinen Eskorte begleitet, auf einen mörderischen Ritt quer durch die Wüste. Nur schnell nach Babylon, um alle Intrigen, die ihm den Thron streitig machen könnten, im Keim zu ersticken. Einmal gekrönt, wird ihm die Herrschaft über all jene Völker zufallen, die seit dem Untergang Ninives Vasallen Babylons geworden sind. Eine wahrhaft beflügelnde Vorstellung für einen jungen Prinzen. Und so schafft es Nebukadnezar, die ganze Strecke, ungefähr 850 Kilometer, in nur 11 Tagen und Nächten zurückzulegen. Und das auf dem Rücken eines Kamels, denn ein Pferd hätte diese Strapazen keinesfalls durchstehen können. Nebukadnezar erreicht Babylon zur rechten Zeit. Ob seine Eile vonnöten war oder nicht, bleibt ungewiss. Fest steht, dass bisher niemand versucht hat, an seiner Stelle den Thron zu besteigen. Und so kann der Kronprinz wenige Tage später verkünden: Nebukadnezar, der König von Babylon, der Demütige, der Ergebene, der Ehrfurcht hat vor den großen Göttern, der erlauchte Priesterfürst, der Sohn des Nabopolassars, des Königs von Babylon, bin ich. So lautet der volle Titel Nebukadnezars des Zweiten, der Babylon für fast ein halbes Jahrhundert lang regieren wird. Nicht nur seine Fähigkeiten als Bauherr, Staatsmann und Feldherr haben seinen Namen in die Geschichtsbücher eingehen lassen, sondern vor allem die Eroberung Jerusalems im Jahr 587 vor Christus und damit verbunden das berühmte Exil der Juden. Denn die Zerstörung Jerusalems ist der Beginn der babylonischen Gefangenschaft des Volkes Israel, von der das Buch Daniel der Bibel ausführlich berichtet. Erst durch die Eroberung Babylons durch die Perser 539 vor Christus werden die Söhne Davids ihre Freiheit zurückerlangen. Unter Nebukadnezars Herrschaft steigt die babylonische Kapitale zu neuer Blüte auf. Denn vor allem anderen will der junge Monarch Marduk, dem höchsten Gott Babylons, die Ehre erweisen. Marduk, Herr, weisester der Götter, stolzer Fürst, wie das kostbare Leben liebe ich deine hohe Gestalt. Herrlicher als deine Stadt Babylon werde ich unter allen Ortschaften keine Stadt ausgestalten. Mein Herr Marduk, auf deinen Befehl hin wird die Gottesstadt ausgebaut. Dieses Gebet des Königs kann man geradezu als Regierungsprogramm verstehen. Und in diesem Sinne geht Nebukadnezar ans Werk. In seiner Leidenschaft übertrifft er alle seine Vorgänger auf dem Thron. Auch den Schreibern der Bibel entgeht nicht, wie sehr er seine Stadt liebt. Als der König einmal auf dem Dache der Königsburg zu Babel ging, hob er an und sprach: Siehe, das ist die große Babel, die ich erbaut habe zum königlichen Hause, durch meine große Macht, zu Ehren meiner Herrlichkeit. Und so trägt bis heute fast jede babylonische Ruine im Wortsinne den Stempel Nebukadnezars. Denn in Abertausende von Ziegeln hat der stolze Bauherr seinen Namen einritzen lassen. Natürlich will er eine Stadt für die Ewigkeit errichten. Alle nachfolgenden Generationen sollen sein Werk bewundern und preisen. Das Erste, was es bei einem solchen Vorhaben zu beachten gilt, ist eine den Naturgewalten trotzende Bauweise.
bauten seine Vorgänger noch mit Lehmziegeln, die aus mit Stroh und Häcksel vermischtem Ton bestanden und in einer Holzform gefüllt in der Sonne getrocknet wurden, besteht Nebukadnezar darauf, für alle seine Bauten ausschließlich gebrannte Ziegel zu verwenden. Bisher waren diese wichtigen Gebäuden vorbehalten gewesen. Doch wie sieht sie aus, die Mutter aller Städte, Babylon, die Metropole am Euphrat? Wir wüssten bis heute wohl nur das, was das Alte Testament berichtet, hätte es nicht den deutschen Archäologen Robert Koldewey gegeben, der finanziert von der Deutschen Orientgesellschaft Kaiser Wilhelms II. 1899 in den heutigen Irak aufbricht, um den Geheimnissen um die antike Großstadt im wahrsten Sinne des Wortes auf den Grund zu gehen. Zu diesem Zeitpunkt ahnt er wohl kaum, dass er fast 20 Jahre seines Lebens mit der Freilegung Babylons zubringen wird. Mit außergewöhnlicher Energie verfolgt der Berliner Archäologe allen Entbehrungen und Strapazen zum Trotz sein Lebensziel. Er will Babylon wieder auferstehen lassen, der toten Stadt neues Leben einhauchen. Am Anfang der Ausgrabungen stehen ein paar farbige Ziegelbrocken. Doch dann offenbart sich dem Ausgräber von Babylon nach und nach die ganze Pracht der riesigen Anlage. Auch wenn die Angaben Herodots, der von einer Stadtmauer von mehr als 80 Kilometern Länge und 100 Toren berichtet, übertrieben sind, präsentieren sich die Ruinen, die Koldewey freilegt, immer noch als imposant. Zu Recht gilt Babylon daher als die am besten befestigte Stadt der antiken Welt. Die auf beiden Seiten des Euphrat errichtete Metropole ist von zwei äußeren Mauerringen umgeben, die im Norden durch eine Festung gesichert werden. Die eigentliche Wohnstadt befindet sich im Innern der ganzen Anlage und wird noch zusätzlich durch eine zweifache Mauer geschützt. Die beiden rechts und links des Euphrat gelegenen Teile Babylons verbindet eine 123 Meter lange Brücke, die älteste Steinbrücke der Welt. Fremde finden sich zu allen Zeiten in Babylon gut zurecht. Denn das Stadtgebiet ist von langen, geraden Straßen durchzogen und gliedert sich nahezu reißbrettartig in rechteckige Teile. Nach der sonst so charakteristischen labyrinthartigen Unübersichtlichkeit orientalischer Städte sucht man hier vergebens. Die breiten Straßen Babylons verbinden die 8 Haupttore mit der Innenstadt. Das bekannteste Tor ist das mit wunderschönen glasierten Ziegeln und kunstvollen Tierdarstellungen verzierte Ishtar-Tor mit der Prozessionsstraße, die quer durch die Stadt, vorbei am Palast des Königs, zum Marduk-Tempel und dem legendären Turm zu Babel führt. Aber wie jede Stadt besteht Babylon nicht nur aus Tempeln, Brücken, Toren und Palästen, sondern auch aus Wohnvierteln. Denn es leben hier nicht nur Könige und Priester, sondern auch einfache Bürger, zumeist Handwerker und Händler. Ihre Häuser sind eng aneinander gebaut und bestehen aus weiß gekalkten Lehmziegeln. Wenn es das Einkommen der Familie erlaubt, verzieren auch die Durchschnittsbürger die Außenmauern mit Reliefs. Die ärmsten Babylonier allerdings können sich keine befestigten Wohnstätten leisten und müssen mit Hütten aus Rohrstangen und Matten Vorlieb nehmen. Bevor wir uns nun den beiden bekanntesten architektonischen Meisterwerken der antiken Metropole, den hängenden Gärten der Semiramis und dem Turm zu Babel, zuwenden, wollen wir noch einen Blick auf die königliche Hauptburg werfen, die von den Löwen geschmückten Mauern der aufs Ishtar-Tor zuführenden Prozessionsstraße begrenzt wird. Selbst die Ruinen dieses Baus vermögen den Betrachter noch zu verzaubern. An ihren Fronten befinden sich große, blau schimmernde Reliefs. Der Boden ist mit Platten aus weißem und farbigem Sandstein ausgelegt, die das Signe Nebukadnezars tragen. Die Dachbalken bestehen aus Zypressen und Zedernholz. Diese stummen Zeugen vergangener Zeiten lassen uns die unvorstellbare Pracht erahnen, die den Alltag des babylonischen Königs bestimmt hat. Für all diese Kunstwerke hat Nebukadnezar neben den besten Handwerkern des eigenen Volkes auch zahlreiche Meister fremder Länder nach Babylon geholt. Der Monarch besitzt aber nicht nur einen Palast, sondern gleich 4, die er durch Gänge miteinander verbinden lässt. In der Nähe eines dieser Paläste, der Südburg,
vermutet man eines der sieben Weltwunder, die hängenden Gärten. Entgegen der Legende, die eine sagenumwobene Königin Semiramis als Erbauerin anführt, gehen die Archäologen heute davon aus, dass Nebukadnezar II. Sie errichten ließ. Die Schönheit der Anlage ist legendär. Wie die Gärten tatsächlich ausgesehen haben, bleibt aber Spekulation. So viel scheint jedoch sicher: terrassenförmig ansteigend, gestützt von massiven Gewölben und ständig bewässert mit Hilfe eines komplizierten Kanalsystems, erhob sich über den Dächern von Babylon ein grüner Berg. Zum Sinnbild Babylons ist aber ein anderes Wahrzeichen der Stadt geworden: der Zikkurat von Etemenanki, der Turm zu Babel. Der Zikkurat von Babylon ist zwar der größte, aber bei weitem nicht der einzige Tempelturm im Zweistromland. Wie Perlen auf einer Schnur reihen sich die Türme entlang der Ströme Euphrat und Tigris. Der von Nebukadnezar II. Vollendete Zikkurat ist in gewisser Weise die Krönung des mesopotamischen Tempelbaus. Etwa 91 Meter in der Höhe und 91 Meter an jeder der vier Seiten misst dieses siebenstufige architektonische Meisterwerk inmitten des babylonischen Tempelbezirks. Der aus gebrannten Lehmziegeln errichtete Turm überragt alle anderen Gebäude Babylons. Keilschrifttexte, die den Zikkurat zu Babel beschreiben, gibt es viele. Doch über seine Funktion verraten sie uns leider nur sehr wenig. Man nimmt heute an, dass in den Tempeltürmen zum einen rituelle Opferungen zu Ehren des Gottes Marduk stattfanden und dass sie den Priestern zum anderen auch als Observatorien dienten. Letzteres ist nicht unwahrscheinlich, da feststeht, dass babylonische Astronomen bereits im 5. vorchristlichen Jahrhundert das Sonnenjahr errechnen und die Sternbilder beobachten. Ganz gleich aber, welche Funktion die Türme erfüllen, die Götterberge der Babylonier leben durch die alttestamentarische Verdammung in unserem Bewusstsein fort als Türme des Hochmuts, als Symbol menschlicher Überheblichkeit schlechthin. Egal wie prächtig ihre Bauwerke sein mögen, egal wie mächtig ihr Erbauer ist, keine Stadt besteht für die Ewigkeit. Und so geht auch die Blütezeit Babylons mit dem Tod ihres Förderers Nebukadnezars II. Im Jahr 562 vor Christus zu Ende. Auf ihn folgen glücklose Könige wie Nabonid, der die Stadt kaum ein Vierteljahrhundert später, im Jahr 539 vor Christus, kampflos dem Perserkönig Kyros überlassen muss. Die Eroberung der Stadt durch die Perser kennzeichnet endgültig das Ende des babylonischen Reiches. So wird es Babel, der Zier der Königreiche, ergehen wie Sodom und Gomorra, als Gott sie zerstörte, heißt es in der Bibel. Ewig unbesiedelt soll sie bleiben und unbewohnt von Geschlecht zu Geschlecht. Und es wird da selbst der Beduine nicht zelten, sondern Wüstentiere werden da selbst lagern. Windhunde werden heulen in den Palästen und Schakale in den Schlössern der Lust. So mag Babylon, wie in der Bibel prophezeit, untergegangen sein. Doch die Faszination, die die Metropole am Euphrat über Jahrhunderte ausstrahlt, lebt weiter. Bis heute. Die nächste Station unserer Reise führt uns ein kleines Stück weiter nach Osten, in das Land derer, die für den Untergang Babylons verantwortlich waren, in das antike Persien. Denkt man bei Persien nicht zuallererst an legendäre Schlachten wie Marathon, Issos oder die Seeschlacht bei Salamis? Diese Assoziationen haben eines gemeinsam: sie stellen die Perser als militärische Gegenspieler der Griechen dar. Doch was war vor den Perserkriegen, dieser legendären Auseinandersetzung zweier antiker Großmächte? Woher kommt diese Hochkultur, deren Herrscher sich König der Könige nennen und deren Pracht und Prunk schon ihre Zeitgenossen in Ehrfurcht erstarren lässt? Sind die Perser tatsächlich das grausame, barbarische Volk, als das es die griechische Geschichtsschreibung darstellt? Das antike Persien. Pracht und Prunk der Großkönige. Hochland zwischen dem armenischen Bergland und dem Indus-Tal, um 1000 vor Christus.
Es ist die Zeit der wandernden Hirtenvölker. Aus Südosteuropa und aus den Steppen Südrusslands dringt einer dieser Volksstämme immer weiter in die karge Hochlandschaft vor. Die Eindringlinge gehören der indoarischen Sprachfamilie an und unterscheiden sich auch in ihrem Aussehen und in ihren Bräuchen von den in diesem Gebiet ansässigen Bevölkerungsgruppen. Denn es sind indogermanische Nomaden. Trotz aller Unterschiede erfolgt die Landnahme dieser Urperser weitgehend friedlich, ein Phänomen, das in der langen Geschichte der Völkerwanderung keine Ausnahme darstellt. Das Hirtenvolk aus dem Norden rückt langsam, aber unaufhaltsam immer weiter in den Süden des heutigen Iran vor und drückt der neuen Heimat im Laufe vieler Generationen seinen Stempel auf. Bis ins 8. vorchristliche Jahrhundert bedeckt der Schleier der Geschichte die weitere Landnahme und Sesshaftwerdung der frühen Perser. Erst um 700 vor Christus tauchen historische Zeugnisse auf, die von der Sippe der Achämeniden und ihrem Kernland der Persis berichten. Auch Jahrhunderte später, als sich die Perser bereits ein riesiges Reich unterworfen haben, werden sie sich dieser kargen Landschaft, der sie ihren Namen verdanken, stets verbunden fühlen. Denn dort, auf diesem von schroffen, passarmen Hochgebirgen umrandeten Plateau, fängt sie an. Die Geschichte des ersten antiken Weltreiches. Die Entstehung des Perserreiches verläuft kriegerisch. Eine Vielzahl von Eroberungen säumt den Aufstieg dieses Volkes, das sich von der Mitte des 6. Jahrhunderts bis in die zweite Hälfte des 4. Jahrhunderts vor Christus zur bedeutendsten Macht im Vorderen und Mittleren Osten aufschwingt. Dem Reichsgründer Kyros dem Großen gelingt es, um 550 vor Christus den legendären König Krösos von Lydien zu besiegen, dessen Reichtum bereits in jenen Tagen sprichwörtlich war und den seine Untertanen liebten und verehrten. Die benachbarten Perser sind Krösos schon lange ein Dorn im Auge. Mit Argwohn beobachtet er die Gebietszuwächse des jungen Reiches. Schließlich reift in ihm die Einsicht, Angriff ist die beste Verteidigung. Und so nehmen die Vorbereitungen für einen Feldzug gegen die Perser ihren Lauf. Im Frühjahr 547 vor Christus stößt der lydische Monarch schließlich mit seinem Heer nach Osten vor. Doch auch Kyros lässt sich nicht lange bitten und zieht dem Angreifer entgegen. Bereits im Oktober treffen die Armeen aufeinander. Nach erbitterten Kämpfen, die keinem der beiden Kontrahenten einen klaren Sieg bringen, bleibt Krösus nichts anderes übrig, als sich mit seinen erschöpften Soldaten hinter die Mauern der lydischen Hauptstadt Sardes zurückzuziehen. Die Karriere des jungen persischen Großkönigs Kyros wäre vielleicht bereits hier zu Ende gewesen, hätte nicht einer seiner Offiziere eine interessante Beobachtung gemacht. Wie es der Zufall will, sieht er eines Tages mit an, wie ein lydischer Soldat auf den Zinnen patrouilliert und dabei seinen Helm verliert. Ohne zu zögern steigt der Lyder über die Mauerbrüstung und klettert geschickt die Felsen hinab, bis er seinen Helm wieder in Händen hält. Auf dem gleichen Weg kehrt er nach Sardes zurück. Und auch die Perser sind geschickte Kletterer. Ein rasch zusammengestellter Stoßtrupp nutzt den leichtfertig offenbarten Pfad zum Angriff auf die Stadt und hat Erfolg. Im Sturm erobern die Perser 547 vor Christus Sardes. Das junge Großreich hat mit Lydien seine erste bedeutsame Eroberung gemacht. Im Norden und Nordwesten haben Kyros der Große und seine Nachfolger jetzt keine Gegner mehr zu fürchten. Der Weg ist frei nach Westen für den Angriff auf prominente Ziele wie Babylon und Ägypten. Unermüdlich arbeitet Kyros in den nächsten Jahren daran, sein Reich zu festigen und auszubauen. Im Jahr 539 vor Christus fühlt er sich schließlich stark genug, um Babylon anzugreifen. Die Metropole am Euphrat befindet sich in jenen Tagen in einer schweren innenpolitischen Krise. Denn dem durch eine Palastrevolte auf den Thron gelangten König Nabonid fehlt jeglicher Rückhalt im Volk. Kyros macht sich den Unmut der Babylonier so geschickt zunutze, dass diese den Persern jubelnd die Tore öffnen und den verhassten Nabonid ausliefern. Mit dem Sieg über Babylon macht Kyros der Große Persien in den Augen seiner Zeitgenossen zum Weltreich. Nach seinem Tod im Jahr 529 vor Christus führt sein Sohn Kambyses die von ihm begonnene Eroberungspolitik fort
und verleibt dem Perserreich 525 vor Christus in einem Blitzfeldzug Ägypten ein. Seine Pläne, auch Karthago und Nubien zu überrennen, scheitern zwar, doch auch ohne diese Gebiete ist das Persische Reich so groß wie nie zuvor. Doch nicht in allen Belangen ist dem jungen Großkönig das Schicksal hold. Denn während seiner Abwesenheit schwingt sich in der Heimat ein Usurpator auf den Thron, ein Magier namens Gaumata. Pikanterweise gibt sich dieser als der jüngere Bruder des Königs aus. Doch den wiederum hat der um seine Macht besorgte Kambyses schon vor seinem Ägyptenfeldzug heimlich aus dem Weg geräumt. Die Gefahr jedoch, die von Gaumata ausgeht, ist zu groß, als dass sich dieses Problem aus der Ferne regeln ließe. Und so muss der Großkönig Kambyses seinen Feldzug abbrechen und die Heimreise antreten. Doch er wird die Persis niemals wiedersehen. Unter mysteriösen Umständen stirbt er auf dem Weg in die Heimat, ohne einen Thronfolger zu hinterlassen. In Persien erheben sich unterdessen einige Fürsten unter der Führung eines entfernten Vetters des verstorbenen Herrschers namens Dareios gegen Gaumata. Der genaue Ablauf der Ereignisse ist unklar. Belegt ist aber, dass Dareios den Magier und zahlreiche seiner Anhänger niedermetzeln lässt und sich 522 vor Christus selbst zum Großkönig ausruft. Gewaltig ist die Macht des neuen Herrschers, der in Inschriften von sich behauptet: Ich bin Dareios der Großkönig, König der Könige, König der Länder, König auf dieser Erde. In einem dreisprachigen Siegesrelief bei Behistun, einem unzugänglichen Felsen in 50 Metern Höhe, berichtet er in Altpersisch, Babylonisch und Elamisch von seiner Thronbesteigung und seinen Eroberungen. Du, der du diese Inschrift lesen wirst, möge sie dir verkünden, was ich getan habe. Halte es nicht für eine Lüge. Für das von Dareios erstmals geschriebene Altpersisch verwendet er eine neue Keilschrift mit nur 36 Silben und 6 Wortzeichen. In den folgenden Jahren dehnt Dareios sein Herrschaftsgebiet weiter aus. Er regiert ein Gebiet von 4 Millionen Quadratkilometern. Vom Nil bis zum Indus erstreckt sich nun bereits das erste Weltreich der Geschichte. Was aber unterscheidet es von anderen antiken Staatsgebilden wie Ägypten, Babylon, China und Assyrien? Kennzeichen dieser Großreiche ist ihre Monokulturalität. Eroberte Völker werden nach Möglichkeit gleichgeschaltet. Die Perser jedoch setzen auf eine andere Strategie. Natürlich besitzen auch sie ein Herrschervolk mit einer maßstäbesetzenden Ideologie und einen effizienten Herrschaftsapparat. Gleichzeitig aber wird die kulturelle und religiöse Eigenständigkeit der unterworfenen Völker toleriert und sogar gefördert. Nach Möglichkeit wird die Elite der eroberten Gebiete in die Verwaltung des Riesenreiches eingebunden und erhält nicht selten verantwortungsvolle Posten am Perserhof. So gelingt es den persischen Großkönigen, über lange Zeit ein Weltreich zusammenzuhalten, in dem zahlreiche Kulturen weitgehend friedlich nebeneinander existieren. De facto handelt es sich beim persischen Großkönigtum um eine absolute Monarchie, ja sogar um eine frühe Form des Gottesgnadentums. Der Herrscher wird zwar nicht als Gottheit verehrt, doch ist sein besonderes Verhältnis zu den Göttern ein Grundelement seiner Herrschaftslegitimation. Als Repräsentant der Götter auf Erden ist der Großkönig mit einer Art überirdischem Glücksglanz, einem besonderen königlichen Charisma ausgestattet. Er allein ist oberster Herr, Gesetzgeber und Richter in Friedens- wie in Kriegszeiten und steht weit über seinen Untergebenen, denen er mit einer Politik aus Zuckerbrot und Peitsche gegenübertritt. Von den Untertanen wird unbedingte Loyalität erwartet. Alles, was sich gegen die gottgewollte Herrschaft des Großkönigs richtet, wird als Illoyalität oder gar als Rebellion aufgefasst. Es drohen der Entzug des Zuckerbrotes und im schlimmsten Falle Folter oder Hinrichtung als Lügenknecht. Diejenigen aber, die den Großkönig sprichwörtlich auf Händen tragen, kommen in den Genuss herrschaftlicher Großzügigkeit und Gnade.
Wenn der König seine Untertanen zum Baudienst an seinen Palästen ruft, dann haben sie zu folgen, ihre Arbeitskraft und ihr handwerkliches Geschick zur Verfügung zu stellen, um dem König der Könige eine Residenz zu schaffen, die seiner würdig ist. In der Regel tun sie dies bereitwillig. Nur so können Palastanlagen wie Susa, Pasargadai und Persepolis entstehen, deren Ruinen noch heute von der Macht der Großkönige künden. Die bedeutendste dieser drei Residenzstädte ist Persepolis, die Dareios im Jahr 518 vor Christus zur Sommerresidenz ausbauen lässt. Vollendet wird die prachtvolle Palaststadt aber erst ein halbes Jahrhundert später. Persepolis, das Herz des Reiches und der Persis, ist nicht nur Verwaltungs- und Herrschaftszentrum, sondern auch Kultstätte für Ahura Mazda, den weisen Herrn, den obersten Gott, der den Himmel, die Erde und die Menschen schuf. Die Religion im alten Persien, das ist vor allem der Kult mit seinem sagenumwobenen Gründer Zarathustra, der zwischen 1000 und 550 vor Christus im Ost-Iran gewirkt haben soll. Das Stadtgebiet von Persepolis ist durchzogen von einem Netz künstlicher Wasseradern, mithilfe derer prachtvolle Gartenlandschaften am Leben erhalten werden. Diese kunstvollen Gärten nennen die Griechen Paradeisos, daher auch das deutsche Wort Paradies. Dieser Ausflug in die Sprachgeschichte mag verdeutlichen, in welch atemberaubender Schönheit die Residenzen der Großkönige erstrahlten. Der Palast selbst thront auf einer 13 Hektar großen Steinterrasse über der Stadt. Zu erreichen ist er über eine zweistöckige Treppenanlage, die so breit angelegt ist, dass 10 Reiter nebeneinander hinaufschreiten können. Die Pracht und der Prunk der Großkönige beeindrucken aber nicht nur deren Zeitgenossen, sondern auch spätere Herrscher. So ließ es sich Schah Reza Pahlevi 1971 nicht nehmen, das 2500-jährige Bestehen des Perserreiches mit einem pompösen Festakt in den Ruinen von Persepolis zu feiern. Wer ein Weltreich regieren will, kann es sich jedoch nicht leisten, seine Tage in der Geborgenheit der königlichen Residenz zu verbringen, auch wenn die architektonischen Vorzüge sicher dazu eingeladen haben. Dieses Umstandes sind sich auch die persischen Herrscher durchaus bewusst, und so verbringen sie einen Großteil ihrer Regentschaft auf Reisen. Aber auch fern der Residenz wohnt der Großkönig standesgemäß. Ein Zelt gewaltigen Ausmaßes, ein wahrhaft mobiler Palast wird überall dort aufgestellt, wo sich der Monarch gerade befindet. Auf den Reisen durch die Provinzen seines Reiches widmet sich der Großkönig vor allem der Kontaktpflege zu den jeweiligen Verwaltern vor Ort. Er beschäftigt sich mit regionalen Problemen, stellt sicher, dass die Provinzen ihrer Tributpflicht nachkommen, sorgt für die Aufrechterhaltung von Recht und Gesetz und schafft nicht zuletzt neues Vertrauen. Oft sind hierbei Dolmetscher vonnöten, denn im riesigen Perserreich existieren unzählige Landessprachen nebeneinander. Um die Kommunikation, vor allem auf der administrativen Ebene, zu erleichtern, setzt sich unter Dareios eine einheitliche Verwaltungssprache durch. Der königliche Tross kann auch darum in die entferntesten Provinzen vordringen, weil die Perser schon sehr früh über ein gut ausgebautes Straßennetz verfügen. Bei den ungeheuren Entfernungen im Großreich ist dies allein aus verwaltungstechnischen Gründen unabdingbar. So dienen die bewachten Routen nicht nur dem König als sichere Reisestrecke, sondern werden auch von Eilboten genutzt, die auf diesem Wege Befehle, Gesetze, Verordnungen und Berichte zu den Provinzstatthaltern befördern. Mit Recht gelten die antiken Perser daher als Begründer des Postwesens. Als Kuriosität am Rande sei erwähnt, dass die Perser zudem bereits über eine Art drahtloses Telefon verfügen. Binnen eines Tages können Nachrichten in Gebiete gemeldet werden, die mehr als 30 Tagesreisen entfernt sind. Auf hohen Wachtürmen werden diejenigen Bewohner positioniert, die über die besten und vor allem lautesten Stimmen verfügen. Die Türme liegen gerade so weit auseinander, wie man zu hören imstande ist. Und so schreien die Rufer einander die Botschaften zu, bis sich diese bis in den hintersten Winkel des Weltreiches verbreitet haben.
führt man sich die riesigen Dimensionen des Reiches vor Augen. Es erstreckt sich zeitweilig von der unteren Donau bis zum Indus, vom Kaspischen Meer bis nach Ägypten. Wird deutlich, welch enorme Macht die Großkönige innerhalb kürzester Zeit in militärischer, wirtschaftlicher, kultureller und gesellschaftlicher Hinsicht aufzubauen imstande sind. Das persische Weltreich prägt die Geschichte Vorderasiens mehr als zwei Jahrhunderte lang. Von der Thronbesteigung Kyros des Großen in der Mitte des 6. vorchristlichen Jahrhunderts bis zur Zerstörung des Reiches durch Alexander den Großen um 330 vor Christus. Am Vorbild der Perser, die für sich in Anspruch nehmen können, das erste Weltreich der Antike begründet zu haben, orientieren sich auch deren Nachfolger. So kann man guten Gewissens behaupten, dass es ohne sie auch das Reich Alexanders des Großen nicht gegeben hätte. Von den Hochkulturen des Zweistromlandes geht unsere Reise nun weiter nach Osten. Unser Ziel sind die vier großen und tausende kleiner Eilande im Pazifischen Ozean vor der Küste des asiatischen Kontinents, das Land der weit verstreuten Inseln, das heutige Japan. Umgeben und geprägt von der Urgewalt des Ozeans präsentieren sich die japanischen Inseln wild und bizarr, zugleich aber auch lieblich und malerisch. Wer kennt sie nicht, die Bilder vom Land der aufgehenden Sonne, die kristallklare Seen vor schneebedeckten Bergen und buddhistische Tempel in einem Meer aus zartrosa Kirschblüten zeigen. Auch der Tenno, Geishas und Samurais sind fester Bestandteil unseres Japanbildes. Doch kaum jemand weiß, wie sie begann, die Geschichte Nippons, wie die Japaner ihr Land selbst nennen. Das frühe Japan, Zeitalter der Mythen und Götter. Japanische Inseln um 1000 vor Christus. Im Zeitalter der Götter, irgendwann vor langer, langer Zeit, als die Erde noch dampft und schäumt, steigen der Göttervater Izanagi und die Göttermutter Izanami vom Himmel herab und rühren mit ihren göttlichen Speeren im brodelnden irdischen Sumpf. Als sie ihre Speere wieder aus der wässrigen Masse herausziehen, bilden sich an deren Spitzen Klumpen aus Salz, die zurück in den Ozean fallen und dort die ersten Eilande bilden. So beginnt die Geschichte Japans. Begeistert von dem, was sie geschaffen haben, steigen Izanagi und Izanami selbst auf eine der Inseln hinab, rammen ihre Speere in den weichen Boden und geben sich einem enthemmten Tanz hin, der mit ihrer Hochzeit seinen Höhepunkt findet. Mit jeder ihrer Bewegungen gebären Izanagi und Izanami weitere Götter. Auch die Sonnengöttin Amaterasu wird auf diese Weise geschaffen. Ihre Nachkommen begründen die Herrschaft der Tennos, jener kaiserlichen Regenten, die bis heute das geistliche und weltliche Oberhaupt Japans sind. So jedenfalls will es der Gründungsmythos. Denn am Beginn der japanischen Kaiserliste steht der Tenno Jimmu, der 660 vor Christus den Thron bestiegen haben soll. Jimmu, so berichten die Chroniken, habe zahlreiche Kriegerstämme unterworfen und das japanische Kaiserreich begründet. Doch tatsächlich ist dieser erste himmlische Gebieter nur eine Figur des Mythos, von den alten Chronisten erdacht, um das ehrwürdige Alter des japanischen Kaiserhauses bis in die graue Vorzeit zu verlängern. Noch bis 1945 ist es für Archäologen unmöglich, diesen Gründungsmythos anzutasten. Wer es dennoch wagt, wissenschaftliche Theorien über die Entstehung Nippons zu veröffentlichen, der riskiert Repressalien und hohe Gefängnisstrafen. Die Ursprünge der japanischen Kultur sind rätselhaft. Bis heute ist nicht abschließend geklärt, woher die Vorfahren der heutigen Japaner kommen. Vermutlich zieht es Angehörige ganz verschiedener Völker, vor allem aus Nordasien, über Jahrtausende hinweg auf die vielen kleinen und großen Inseln im Pazifischen Meer.
Heute erstreckt sich die japanische Inselkette von Norden nach Süden über mehr als 3000 Kilometer. Ihre Fläche allerdings ist kaum größer als die Italiens. Zu Beginn des ersten vorchristlichen Jahrtausends kann von einer Verbindung der einzelnen Eilande untereinander in Form einer organisierten Staatlichkeit allerdings noch keine Rede sein. Vielmehr muss man sich die japanischen Inseln als ein kompliziertes Mosaik aus einer Vielzahl von besiedelten und unbesiedelten Eilanden vorstellen. Archäologische Funde belegen aber, dass die Bewohner der einzelnen Inseln durchaus in der Lage sind, miteinander in Kontakt zu treten und eine frühe Form des Warenhandels aufzubauen. Nichtsdestotrotz kann man für das alte Japan um 1000 vor Christus von einer relativen Abgeschlossenheit sprechen, denn die Insulaner haben noch kaum Kontakt zur Außenwelt. Erst etliche Jahrhunderte später, etwa um 300 vor Christus, werden sie Verbindung zum benachbarten, technisch schon wesentlich weiterentwickelten China aufnehmen. Auch zu Beginn des ersten vorchristlichen Jahrtausends sind die Chinesen ihren asiatischen Nachbarn schon weit voraus. Sie befinden sich auf einem ersten Höhepunkt ihrer Kulturgeschichte, denn die chinesischen Handwerker beherrschen bereits vollkommen die Technik der Bronzeherstellung und Verarbeitung. Während es in Japan noch einige Zeit dauern wird, bis sich die Fähigkeit zu schreiben entwickelt hat, schreibt man in China bereits. Und so verwundert es nicht, dass die frühesten Texte, die über Japan berichten, aus der Feder chinesischer Chronisten stammen. Diese ersten Zeugnisse japanischen Lebens datiert man heute auf die Zeit zwischen 200 vor und 200 nach Christus. Da für die erste Hälfte des ersten vorchristlichen Jahrtausends schriftliche Quellen fehlen, müssen wir dem vertrauen, was uns archäologische Funde verraten. Funde, das sind in diesem Fall vor allem Keramikarbeiten. Denn die frühen Japaner sind äußerst talentierte Töpfer. Die Besonderheit ihrer Arbeiten besteht in der ausgesprochen detailverliebten und kreativen Gestaltung der Artefakte. Mithilfe verschieden dicker Schnüre, aber auch mit Muscheln und anderen Dingen ihrer alltäglichen Umgebung, pressen die Handwerker kunstvolle Muster in den weichen Ton. Auf diese Art und Weise entstehen spiralförmige Ornamente, die rund um das Gefäß verlaufen. Oft erinnern sie an Feuerzungen, Strudel oder Wellen. All diese Gefäße und Figuren werden noch ohne Töpferscheibe und Brennofen gefertigt und bleiben unglasiert. Die auf diese Weise entstehende Schnurkeramik gibt dieser frühen Epoche der japanischen Geschichte auch ihren Namen. Man spricht von der Jomon-Zeit, denn Jo bedeutet Schnur und Mon Muster. Die Keramikgefäße, die die Menschen der Jomon-Kultur herstellen, bestechen noch heute durch ihre filigrane Gestaltung und ihr auffälliges, lebhaftes und oftmals expressives Dekor. Typisch sind zum Beispiel flammenartige Spiralmuster. Die Jomon-Epoche erstreckt sich über einen sehr langen Zeitraum der japanischen Frühgeschichte, von 13.000 bis 300 vor Christus. Im ersten Jahrtausend vor Christus haben wir es daher schon mit den Menschen der späten, relativ weit entwickelten Jomon-Kultur zu tun. Da das Klima zu jener Zeit im Land inmitten der üppigen Schilfgefilde warm und mild ist, herrscht auf den japanischen Inseln eine überaus üppige Vegetation. Somit dürfte es den Bewohnern der Eilande nicht schwergefallen sein, die in den Wäldern in großer Zahl lebenden Wildschweine und Hirsche mit Hilfe zu diesem Zweck ausgebildeter Hunde zu jagen und zu erbeuten. In den Küstenregionen ergänzen die Menschen ihren Speiseplan durch Schalentiere und Fische. Während das Jagen vornehmlich Aufgabe der Männer ist, sammeln die Frauen Wurzeln, Beeren, Nüsse, Pilze, Früchte und andere Pflanzen, die sie in hierfür hergestellten Keramikgefäßen transportieren und aufbewahren. Die Schnurkeramik ist also nicht nur schön, sondern durchaus auch nützlich. In Küstennähe hat man auch Gefäße gefunden, die offensichtlich dazu verwendet wurden, aus dem Meerwasser Salz zu gewinnen. Die Entwicklung von Gefäßen sowie Gruben und anderen Lagern zur Vorratshaltung hat es den frühen Inselbewohnern erlaubt, sesshaft zu werden. Waren sie lange Zeit als Jäger und Sammler in den Bergen, Wäldern und an der Küste unterwegs,
siedeln sie nun in Dorfgemeinschaften, die etwa 30 Mitglieder umfassen. Sie wohnen in sogenannten Grubenhäusern, die mit Bambus abgedeckt sind. Die Wohnstätte eines Japaners der Jomon-Zeit befindet sich in einem kreisrunden Loch im Boden, das mit einer zylinderförmigen Stangenkonstruktion überbaut ist, die Matten aus Bambus trägt. Im Inneren der Behausung, die nur aus einem Raum besteht, befinden sich eine steinerne Herdstelle sowie mehrere Schlafstellen. Mit der Sesshaftwerdung geht außerdem einher, dass die frühen Japaner in einfacher Form noch ohne Zug- und Lasttiere Landwirtschaft betreiben. Sie bauen beispielsweise Kürbisse, Bohnen und Kastanien an. Auch eine Pflanze, die für den gesamten asiatischen Raum eine enorme Bedeutung erlangen soll, taucht auf den japanischen Inseln bereits im ersten vorchristlichen Jahrtausend auf: der Reis. Seit mindestens 7000 vor Christus wird er erfolgreich in Südchina kultiviert. Bis heute ist nicht geklärt, wie sich die Reispflanze über ganz Nordasien verbreiten kann. Japan und Korea jedenfalls scheint sie mehr oder weniger zur gleichen Zeit erreicht zu haben. In der Folgezeit prägt der Reis das Leben auf den japanischen Inseln entscheidend. Nicht umsonst wird das Inselreich auch als Land der ewig fruchtbaren Reisähren bezeichnet. Als Opfergabe für die Götter, als Naturalsteuer und schließlich auch als Grundnahrungsmittel ist er fortan nicht mehr aus dem japanischen Alltag wegzudenken. Vor allem aber wird der Reis zum Symbol japanischen Zusammenlebens. Im Reisanbau ist der Ursprung des japanischen Gruppendenkens verankert. Denn das ertragreiche Anbauen der anspruchsvollen Nassreispflanzen verlangt Arbeitsteilung, Organisationsvermögen und Zusammenhalt. Aber nicht nur in den Bereichen Landwirtschaft und Keramik sind die Menschen des frühen Japans aktiv und kreativ, sondern auch in der Erforschung der Abläufe und Gesetzmäßigkeiten der Natur um sie herum. So entstehen in der Spätphase der Jomon-Zeit beeindruckende Monumente, die auf erstaunliche mathematische und auch astronomische Fähigkeiten hindeuten. Man hat beispielsweise die Überreste eines Turmes gefunden, dessen Säulen den Stand der Sonne zur Sommersonnenwende markieren. Die Schatten, die die Säulen werfen, verlaufen an diesem Tag diagonal zur Turmbasis. Man geht davon aus, dass es sich bei diesem Bauwerk um eine Art frühen Kalender gehandelt hat. Was man allerdings nicht findet, sind Gebäude oder Keramiken, die Rückschlüsse auf die Verehrung von Gottheiten zulassen. Da weder eine schriftliche Überlieferung noch bildhafte Darstellungen der Götter der Jomon-Kultur vorhanden sind, weiß man über die Religion der japanischen Frühzeit nur sehr wenig. Mit hoher Wahrscheinlichkeit verehren die frühen Insulaner Naturgottheiten in Form von Sonne, Feuer, Wasser und Erde. Dies würde ihrer Lebenswirklichkeit an der Küste und in den Wäldern und Bergen der japanischen Inseln durchaus gerecht werden. Sie beten an, was sie tagtäglich erleben und was ihr Dasein bestimmt. Naturorte von besonderer Ausdruckskraft, wie mächtige Wasserfälle, besonders steile Felsvorsprünge oder uralte Baumriesen, dienen den Menschen der Jomon-Zeit als Orte der Spiritualität. An diesen rituellen Plätzen rufen sie ihre Götter an. Wie die Religion muss auch vieles andere, was die Geschichte des frühen Japans betrifft, im Nebel der Zeit verbleiben. Zu spärlich sind die Zeugen der Vergangenheit, die bereit sind, Auskunft zu geben über eine längst vergangene Epoche, das Zeitalter der Mythen und Götter. Über das Ende der Jomon-Kultur hingegen weiß man heute recht gut Bescheid. Um 300 vor Christus erreichen neue Einwanderergruppen vom asiatischen Kontinent die Inselkette und revolutionieren durch ihr Wissen vor allem im Bereich der Metallverarbeitung das Leben der einheimischen Insulaner. Zum Teil vertreiben sie die Jomon-Menschen, zum Teil gehen sie in der einheimischen Bevölkerung auf. Man kann sagen, dass die Insulaner von diesem Zeitpunkt an
zu der asiatischen Bevölkerungsgruppe verwachsen, von der die heutigen Japaner abstammen. Was vom Zeitalter der Mythen und Götter bleibt, ist der Glaube an die Geburt des ersten Tennos. Bis heute gilt der regierende japanische Kaiser als dessen Nachfolger und wird von seinem Volk, trotz aller Erkenntnisse über die japanische Frühzeit sowie trotz des hohen technischen Niveaus des Landes und des Erfolgs auf dem Weltmarkt, wie ein Gott verehrt. Alle Ausgaben von CD Wissen finden Sie im Buchhandel und unter www.hörkiosk.de. Sprecher dieses Hörbuchs ist Gerd Heidenreich. Redaktion und Produktion Audiomedia Verlag München. CD Wissen präsentiert Reise durch die Weltgeschichte. 1000 bis 500 vor Christus. Sagenumwobene Städte, prunkvolle Paläste, faszinierende Skulpturen, beeindruckende Tempelanlagen und geheimnisvolle Rituale. All das versprechen die Hochkulturen des ersten vorchristlichen Jahrtausends. Im Hochland zwischen dem armenischen Bergland und dem Industal schwingt sich Persien zur ersten Weltmacht der Geschichte auf. Und westlich davon erreicht Babylon, die Mutter aller Metropolen, den Höhepunkt ihrer Blütezeit. Gleich zwei der antiken Weltwunder, der Turm zu Babel und die hängenden Gärten der Semiramis, zieren diese erste Großstadt der Geschichte. Doch wie sieht es tausende von Kilometern weit davon entfernt aus? Im Dschungel Zentralamerikas beispielsweise entwickeln sich die Olmeken zur ersten indianischen Hochkultur. In Asien, abgeschlossen von der Außenwelt, auf unzähligen kleinen und großen Inseln, sieht das Leben jedoch ganz anders aus. Die Japaner der Frühzeit sammeln erste Erfahrungen mit der Landwirtschaft und dem Bau primitiver Siedlungen. Viele Mythen ranken sich um diese Bergen, die sich im Südwesten an das sumpfige Flachland anschließen. Um ihn aus den Steinbrüchen in die städtischen Zentren zu schaffen, müssen die Arbeiter riesige Blöcke von mehr als 20 Tonnen Gewicht auf Schlitten verladen, um sie bis zum nächsten Fluss und von dort auf riesigen Flößen an ihre Bestimmungsorte zu schaffen. Dort verarbeiten die besten Steinmetze der Olmeken die Basaltblöcke zu Abbildern ihrer Herrscher und setzen ihnen damit ein Zeichen für die Ewigkeit. Das älteste und zugleich am besten untersuchte Zentrum der Olmeken ist San Lorenzo. Für viele Archäologen ist es sogar die älteste Stadt Amerikas. Doch von einer Stadt im heutigen Sinne kann wohl kaum gesprochen werden. Denn die Ruinen der weitläufigen Anlage deuten vielmehr darauf hin, dass es sich um ein sakrales und zugleich politisches Zentrum gehandelt hat, in dem nur die olmekische Elite, Angehörige der Herrscherfamilien, Priester und Bürokraten, ansässig war. Von einer Wohnstätte für die Allgemeinheit kann keine Rede sein. Die Überreste der gewaltigen Monumente jedoch lassen darauf schließen, dass die herrschenden Schichten im Bedarfsfall auf eine große Gruppe von Arbeitskräften zurückgreifen können. Die Teilnahme an diesen Bauarbeiten ist für die olmekischen Bauern wichtig, denn durch ihre Dienste huldigen sie nicht nur der herrschenden Elite, sondern auch den Göttern, die ihnen im Gegenzug Regen und eine reiche Ernte bescheren. Indio-Stämme bevölkern die fruchtbare Tiefebene am Atlantischen Ozean, dem heutigen Golf von Mexiko. Sie leben in städtischen Gemeinschaften mit einer differenzierten Sozialstruktur, kultivieren Nutzpflanzen, betreiben Vieh- und Landwirtschaft und legen großen Wert auf Architektur und Kunst. Ihre monumentalen Bauten, Pyramiden, Tempel, Mosaike und kolossale Steinbilder, ihre kostbaren filigranen Gold- und Edelsteinarbeiten und nicht zuletzt ihre religiösen Riten faszinieren seit jeher Archäologen und Historiker. Doch oft genug sind es nicht Wissenschaftler, die die Hinterlassenschaften dieses faszinierenden Volkes entdecken, sondern einfache mexikanische Bauern. Ob beim Roden eines Feldes oder beim Ausheben eines Fischteichs, die Szenarien gleichen sich. Beim Graben in der klebrig-grauen Erde
kommen nach und nach seltsame Dinge zum Vorschein, die die Aufmerksamkeit der Landarbeiter auf sich ziehen. Bald eilen auch Frauen und Kinder herbei, um zu sehen, was Dschungel und Erdreich so lange verborgen hielten. Neben menschlichen Gebeinen gelangen unter den Augen der Schaulustigen glänzende, polierte, zeremonielle Äxte, merkwürdig gestaltete Büsten, halb Tier, halb Mensch, Keramikgegenstände und Schmuckstücke aus Edelsteinen an die Oberfläche. Aber nicht nur Knochen und filigrane Artefakte werden ans Tageslicht gebracht, auch kolossale Steinmonumente kommen zum Vorschein, wie beispielsweise im Jahr 1860. In Tres Zapotes stößt ein Landarbeiter auf ein merkwürdiges Objekt, das aus der Erde ragt. Zunächst glaubt er, auf den Boden eines riesigen Eisenkessels gestoßen zu sein. Mit Hilfe neugieriger Dorfbewohner gelingt es ihm, den gewaltigen Gegenstand freizulegen. Einen Steinkopf von beinahe 1,5 Metern Höhe und rund 8 Tonnen Gewicht. Das Gesicht, das die verblüfften Bauern anschaut, hat wulstige Lippen, eine flache Nase und pupillenlose Augen, die an ihnen vorbei in die Ferne zu starren scheinen. Die Form des Schädels erinnert die eilig herbeigerufenen Archäologen an einen Rugbyhelm. Wie sich im Verlauf der weiteren Forschungen herausstellen wird, handelt es sich in der Tat um eine Kopfbedeckung, und zwar um einen Helm, den olmekische Herrschersöhne bei rituellen Ballspielen getragen haben. An ihm befestigen sie während der Wettkämpfe, die zu Ehren der Götter ausgetragen wurden, die Zeichen ihrer Sippe. Experten vermuten, dass die Olmeken mit diesem Ritus das älteste amerikanische Ballspiel überhaupt begründen. Diese kolossalen Steinköpfe, die an vielen Orten des olmekischen Kernlandes freigelegt werden, sind der Inbegriff der beeindruckenden Schaffenskraft der ersten amerikanischen Hochkultur. Denn der Basalt, den die Baumeister für ihre Kunstwerke benötigen, stammt aus den Tustla-Zeit. So soll nicht zuletzt auch das heutige Kaisertum seinen Ursprung im ersten vorchristlichen Jahrtausend haben und gilt somit als älteste Monarchie der Welt. Doch beginnen wir unsere Reise in den geheimnisvollen Sümpfen und Dschungelgebieten Zentralamerikas. Mehr als 2500 Jahre bevor die Europäer die neue Welt erreichen, entwickeln sich die Olmeken zur ersten Hochkultur des Kontinents. Während Maya und Azteken in unserem Geschichtsbewusstsein fest verankert sind, sind die Olmeken nur wenigen Menschen ein Begriff. Ihren Ursprung haben sie, wie alle indoamerikanischen Völker, in Asien. Bereits vor mehr als 40.000 Jahren erreichen asiatische Jäger und Sammler den amerikanischen Kontinent. Das Aussterben der eiszeitlichen Säugetiere zwingt diese frühen Amerikaner schließlich sesshaft zu werden und auf pflanzliche Nahrung wie Beeren, Wurzeln und Samen zurückzugreifen. Ihren Höhepunkt erreicht die olmekische Zivilisation um 1000 vor Christus, als sich die einzelnen Indio-Stämme zu landwirtschaftlichen Gemeinschaften zusammenschließen und erste religiöse und politische Zentren bilden. Dies ist der Anfang einer spannenden Epoche der amerikanischen Geschichte. Die Olmeken, erste Hochkultur Amerikas. Tiefebene am Golf von Mexiko, um 1000 vor Christus.